Hi Leute und willkommen zurück zu Elex. Und ich finde diese Sonnenwolle immer noch geil. So, wir waren auf der Suche nach unserem geklauten Ausrüstung. Ich muss mal schauen, okay. Und die sollte da irgendwo sein. Zwar bei dem nicht so guten Ray. Schnauze da unten, das ist ja nicht auszuhalten. Not intended. Okay, Rasselfleisch. Okay, und die Brille macht wirklich anscheinend, dass man die Gegner früher sieht. Problem ist, das nützt mir trotzdem nichts. So. Der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Wo habe ich denn jetzt da ein Schwert her? So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist das Schwert her? Ich will das sofort haben. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Verdammt, warum haben wir... Warum haben wir jetzt XP bekommen? Ich wollte vorher die... andere Halskette anlegen. Oh, ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße! Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Ich frage dich,
Was ist Ehrenwertes daran, seinen eigenen Waffengefährten derart zu missachten? Ich sage dir, verlasse diesen Pfad oder meine Waffe kämpft nicht länger an deiner Seite. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt auch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja. Aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vor dem Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Ja, das ist gut. Was ist gut, dass ich meine Ausrüstung immer noch nicht wieder habe? Richtig nervig. Das gewusst hätte ich halt. Ach
Nee, das war angelegt. Und dann gab es trotzdem nur 200. Okay. Handgranate. Sprenggranate, Raketen. Plasmazellen. Wie steht es um deine Kampfkraft? Was ich bräuchte, wäre mehr Unterstützung. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Okay. Also jetzt habe ich richtig Probleme, wenn ich noch ein paar Mal Duras dabei habe und Gespräche falsch anfangen. Haut mir der Kerl ab. Was er eigentlich nicht sollte. Obwohl ich ihn nicht als Mörder verraten habe, will er mir abhauen. Immer voll ungut. Okay, passiert nichts. Ich hatte gehofft, man kann irgendwie so draufschlagen, da kommt dreimal die 7 und dann fallen Elixiersplitter raus oder irgendwie so. Das wäre cool gewesen, aber nö. Da ist auf jeden Fall noch ein Teleporter. Teilschrott. Heilkraut. Und einen Krieg zu gewinnen. Entscheidet euch für die Ich gute bin nicht Seite. Gut genug. Das rät euch Herbert. Aus dem Auge. Ich bin nicht gut genug. Okay, man ist jetzt reichend schon, um Schlösserknacken zu erhöhen. Und Schlossexperte reicht auch noch nicht. Schade. Muss ich mir auch merken. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Okay.
Hallo? Ich weiß nicht, warum er eben die ganze Zeit wieder zugemacht hat. Schrottscanne. Okay. Klebeband, noch ein Löffel. Rezept für eine Suppe. Hochleistungssuppe. Oh. What the fuck? Okay, was machen wir als nächstes? Außer natürlich jeden Schrott mitzunehmen. Die Magnesiumfackeln und die Lampen kann man sogar abends benutzen. Bin mir aber nicht sicher. Gefährten. Den Elektroschrott entweder holen. Ray helfen oder das mit der Crony, mit der alten Drohne. Mache das mit Ray. Okay, dann müssen wir einfach nur die Straße weiter. Ja, das werden wir machen. Dann mal schauen, was uns auf dem Weg dahin noch so passiert. Ich würde einfach halt gern in der Story ein bisschen weiterkommen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach das Hauptstory-Ding mache, bin ich die ganze Zeit einfach nur am Sterben. Okay, das war auch mal ein Outlaw. Hat der oben drauf noch was? Oh, Mini-Raptor, jetzt reicht's aber. Die Alps fliegen wieder irgendwo hin. Was ist denn das? Der Heck. Das schreckt mich doch nicht so. Erschreckt. Ich habe natürlich nicht auf das runde Ding da geachtet. Noch eine Mine.
Wir sollen da bitte drauf achten. Starker Schnaps für irgendeine Quest. Ich hab zwar keine Ahnung für welche, aber... Na, Fackeln. Das ist richtig nervig, wenn du Truhen nicht aufkriegst. So verschlossen. Ich bin nicht gut genug. Vielleicht soll ich doch ein bisschen besser hingucken. Das ist wieder eine Mine. Ja. Lag. Bitte nicht. Hörst du auf zu laggen? Danke. Ich habe eine Sonnenbrille auf und trotzdem ist dieser komische Drecksübergangseffekt von Sonne draußen und keine Sonne drin noch da. Warum leckt das denn, wenn ich da gehe? Hä? Gibt es da einen Grund für? Wenn ich in Richtung von dieser Wand da gehe, also so gehe und dann... droppt meine FPS runter, als wenn da irgendwie was ist, was da nicht hingehört. Holy shit. Na, nimm das auch mit. Das war gerade so ein... Aha, deshalb ist sie dieses Radiums. Die Strahlung ist. Ich schwöre, das liegt an der Sonnenbrille, dass ich die nicht sehe.
auch immer so halb vorm Sterben, ey. Geht ja gar nicht. Ich weiß, wir kürzen jetzt extrem ab und können dabei Sachen übersehen, aber ich gehe ja offscreen den Weg so nochmal ab. Falls irgendwo welche Teleportplattformen sind zu freischalten. Hier wird bestimmt irgendwo noch was Gutes sein. Spätestens da drin. Verdammt. Diese Fallanimation nicht vorhanden, ey. Fällt einfach steif wie ein Brett. Jo. Da unten könnte auch noch Stuff sein. Wie weit sind wir denn? Hälfte. Okay, das wird's dann wohl sein. Bitte keine Minen jetzt. Da müssen wir wohl lang. Weil es mit der halt Rüstung und den Waffen von mir hätte halt locker einfach reinspazieren können. Er hat die angeblich verkauft. Sollen das glauben? Okay, dann werden wir im nächsten Part mit Ray ins Outlaw-Lager gehen, da Duras uns nicht mehr so sehr mag. Damit wir den nicht verlieren, habe ich den ja weggeschickt. Und dann schauen wir im nächsten Part mal, was passiert.